Ja, sieht fast aus wie kleine Munitionsbunker, ne? Aber der Anblick täuscht. Was auch immer hier man für Infos bekommen hat. Ich habe hier Handys und so weiter aus. Die Schubladen hier alle teilweise noch voll mit Materialien. Hallo meine Lieben zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute ist der letzte Tag meiner Ostertour. War jetzt 2 Tage unterwegs, um für euch spannende Sachen zu finden. Ja, wer von euch damit was anfangen kann, der weiß, wo ich mich befinde. Ja, sieht fast aus wie kleine Munitionsbunker, ne? Aber der Anblick täuscht. So, da ist auch nochmal eine Zeche. Also, worauf könnte es hindeuten? Natürlich aufs Bergwerk. So. Und diese Tunnel, die hier sind, das ist die Bergwerk-Ausbildungsstätte hier. Da haben wir jetzt diese 2 nebeneinander hier längs. Und da hinten steht, das ist eine Verbindung. Und der steht hinten quer, der eine Tunnel. Ja, so wie der hier. Der steht ja auch so längs dran. Ja, die Türen hier, die großen Stahltüren, die sind leider alle zugeschweißt. Keine Chance dort irgendwie reinzukommen. Ich wäre wirklich gerne reingegangen, hätte mir das gerne mal angeguckt, wie die sich hier so ein Stollen oder so aufgebaut haben. Aber ja, leider kommen wir da nicht hin. Ja, da habe ich mich jetzt noch ein bisschen mehr auf dem Gelände rumgetrieben hier. Da gehören noch viele Hallen dazu hier. Na klar, die mussten ja auch irgendwo auch theoretisch unterrichtet werden. Ja. Ausbildungswerkstatt Elektrotechnik ist hier. Ja. Aber wie alle anderen auch alles verschlossen hier. Und wenn die so aussehen, als wenn sie offen sind hier, dann sind sie zugeschweißt worden hier. Ja. Aber könnt ihr mal, was ist das hier? Die Halle 3. Können wir mal reinschauen hier? Oh, meine Herren. Haben sie aber Elektrotechnik hier. Ja. Ja, nicht schlecht. Ach ja, wenn man in die anderen auch mal rein könnte. Ne?
mal einen Blick reinwerfen. Wäre doch interessant. So, hier kommen wir zur Infohalle. Was auch immer hier man für Infos bekommen hat. Da geht es auch wieder raus. Gibt es keine Tür, die irgendwo noch in einen anderen Raum rüber geht. Na hier. Hat jemand eine Tür geöffnet. Das nutzen wir mal aus. Oh Gott, das wäre ja. Meine Güte. Boah. Ganze Zeug hierher geschmissen. Goya Schütze. So. Wo geht's da hin? Hier. Meisterbüro. Dann rüber zu noch weiter. Hier. So, ja. Achso, das war das der Durchgang hierher in den Raum. Ah, hier konnten sie ihre elektronischen Sachen hier zusammenstecken, ausprobieren, ob es funktioniert. Ja. Da ging es rüber in den anderen Teil, wo ich gerade war. Ja, okay. Schon mal nicht schlecht. Dann doch noch was zu sehen bekommen hier. So, was haben wir jetzt hier? Hier haben wir das Gefahrstofflager. Ja. No smoking. Ja. Sehe ich doch das auch. Ein Türfeld offen hier. Hab hier Handys und so weiter aus. Ne, das geht schlecht. Wow. Großer Unterrichtsraum hier. Die Deckenpaneelen. Ja. Unterrichtsraum. Elektrotechnik hier. Wahnsinn. Also das Ganze entschädigt mich schon wieder für die diese Bergwerk-Emisation da vorne, dass ich da nicht reinkomme.
Also, genauso schön. So. Die Werkstatt hier. Oh, Schaltschränke. Ha. Wahnsinn. Die stehen hier noch so rum. Boah. Wahnsinn. Ich gehe kaputt. Die Schubladen hier alle teilweise noch voll mit Materialien. Hier im Regal alles noch gefüllt. Volle Kiste, Stecksätze, meine. Hier liegen die Platten für die Schaltschränke rum. Ja, teilweise bestückt, einfach Kabel abgeschnitten, rausgerupft. Meine. Oh. Und der Fußboden hier, das sind so eine Holzteile. Und wisst ihr warum? Damit man nicht geerdet ist hier, damit man keinen Schlag kriegt. Ich denke mal, die werden hier auf alle Fälle auch, ja, ich sehe es ja schon, mit 400 Volt Anschlüssen gearbeitet haben hier. Ne? Ja, und damit die, falls die mal eine blanke Ader oder irgendwo was anfassen, wo halt Strom drauf ist, dass sie kein so extrem Gewicht bekommen. Ja, ist der Fußboden aus Holz. Dann war das so eine kleine Holzwürfel. So, ach, sehr schön, sehr schön. Ach. Gut, dann gucken wir mal, ob wir noch einen Raum finden, das wäre ja was. Ja, und kaum bin ich wieder draußen aus der Halle, sehe ich schon wieder die nächste offene Tür. Oh. Infotafel, Lärm, Lärmbelästigung, Gehörschutz, ja. Was ist das? Ein Schlüsselkasten oder so? Hier saß vielleicht der Meister drin hier. In dem hier. Könnte sein, ne? Hier geht es dann rüber in den Nebentrakt oder so. Aber da ist dann nochmal eine Tür. Aber hier haben sie. Entweder haben sie mit
Wasser oder mit Dampf selber was gemacht, die Auszubildenden? Oder da hat jemand schon was gebraucht und rausgeschraubt? Ah, eine kleine Büroschränke, ja. Da eine VHS-Kassette. Was haben wir hier? Ach, das ist von der Zeche. Ein Video über die Zeche. Hier nochmal Strom. Anschlussraum hier. Nochmal so ein kleiner Bürocontainer hier. So, gehen wir mal hier rein. Was haben wir hier? Gibt's auch noch weiter. Das? Eine Garderobe. Lager. Küche. Eine Küche. Kleine Büroküche, ne? Ja. WC, sogar noch. Die Keramik noch heile. Der Papierständer ist noch. Voilà. Ja, kein Vandalismus hier drin, oder? Also wenig. Hier geht's um die Ecke. Ja, nix. Durchgang. Und hier. Was ist das? Lehrerraum. Da oben Dachboden. Haben sie. Nix weiter. Nee. So. Achso, da haben wir noch ein altes Faxgerät oder so und einen Drucker in einem. So. So, hier. Oh. Büro. Büroraum. Ja. Also schreibt sich hier hingeschmissen. Ja, was haben wir hier noch? Nochmal Aktenvernichter, Laminiergerät war hier drin. Okay. Was nochmal? Nee, das ist das. Ach nee, hier war ich ja schon. Ja. Okay. Bin ich in dem Gebäude schon durch hier? Ja. Wie der Zufall so will. Werkstatt Holzbearbeitung, Kleiderkammer. Ach hier, die war ich noch nicht drin, ne? Also, ist auch nichts. Da ist ein Ausgang, da komme ich nicht raus. So. Da muss ich hier den Ausgang nehmen. Okay.
Ja, mal schauen. Vielleicht haben wir hier auch noch Glück, dass hier auch mal jemand die Türen aufgemacht hat. So ein Rad von der Zeche. Was soll das sein? Ja, warum hat hier jemand so ein Loch gegraben? Weiß ich jetzt nicht, was das sein soll. Wenn von euch Kenner da sind, die sich mit der Zeche auskennen, vielleicht wisst ihr ja, was das ist. Oder ob überhaupt was mit der Zeche zu tun hat. Ja, dann war das ja doch noch ein schöner Ausflug hier zu der Ausbildungswerkstatt für Bergtechnik. Auch wenn ich davon in die nachgestellten Stollen oder Bergwerke, was das auch alles sein soll, was sie da machen wollen, nicht reingekommen bin. Hinten in den Gebäuden dann, da bin ich dann doch entschädigt worden dafür. Ja, meine Lieben, so, das war's dann hier von der Ausbildungswerkstatt für Bergtechnik. Also ich muss sagen, es ist nicht ganz das geworden, was ich wollte, aber es hat sich gelohnt, auf alle Fälle. So, ich hoffe, euch hat es auch gelohnt zuzusehen. Ja, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, Daumen nach oben, Kommentar schreiben und abonnieren. Drei
Finger. So, also bis zum nächsten Video sage ich jetzt Tschüss und ciao, ciao, bis zum nächsten. Ciao.